Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Cero El Mero, auf das Album Babyface Flow. Und welcher Song, sage ich euch gleich, habt ihr eh im Titel gelesen. Was mache ich so spannend? Boah, wie spannend. Und zwar habe ich halt in den Kommentaren, ich wollte heute ein bisschen Herzen verteilen, so am Anfang des Videos. So, ich bin inkognito-tab drin und bin gar nicht angemeldet. Egal, auf jeden Fall, hier, ihr habt in die Kommentare geschrieben, reagiert, ist okay, Chai habe ich gelesen, noch andere Songs auf jeden Fall habt ihr geschrieben, Mein Ghetto habe ich noch gelesen, also auf jeden Fall, so Leute, reagieren wir heute auf Ist Okay. Und was ich damit sagen will, Leute, schreibt mir gerne rein, auf was wir reagieren sollen, Cero El Mero Tracks oder ein anderes Album, andere Songs, gerne einfach in die Kommentare reinschreiben, ich gehe auf eure Vorschläge jetzt ein. Und ihr habt reingeschrieben, oder der Song soll mit Cavello sein, ich weiß es nicht, Leute, ob der Song mit Cavello ist, weil hier steht kein Feed Cavello, deswegen kein Plan, aber Reaction ist da. Ich bin gerade vollkommen überrascht, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass er aggressiv losgeht, weil sollte Cavello in diesem Track dabei sein, dachte ich mir so, boah, die beiden werden jetzt abgehen. Die werden abgehen, abgehen, abgehen. Okay. Okay, wahrscheinlich geht dann der Song in eine etwas ruhigere Richtung, kann ich mir vorstellen. In eine Richtung, vielleicht mit einer Message, vielleicht über sein Leben davor, als er noch nicht angefangen zu rappen. Machen ja viele Künstler, wie schlecht es ihnen vorher ging. Ich weiß nicht, es geht auf jeden Fall in eine deepe Richtung, würde ich sogar sagen, vom Beat her jetzt. Okay, sus, bist laut doch harmlos, Schreckschuss. Skinny Jeans, Vollbart, Testo. Eine Kugel reicht, du fällst um. Bin du meine Flows, dass sie Bam weg, merkt ein Hashtag, renn weg. Walla, perfekt passt der Hunde-Effekt zu dir auf Snapchat. Ey, yo. Okay, es geht doch nicht in eine ganz tiefe Richtung. Ich dachte, jetzt bleibt der Beat die ganze Zeit so und er kommt mit so Sachen, aber nee, dann halt auch nicht, okay. Also, aber ich muss eine Sache sagen, ich freue mich, dass hier so Wechsel drin sind, weil hätte jetzt Cero El Mero ein Album gebracht, wo nur aggressive Lieder wären, wo nur ein heftiger, schneller Flow wäre, boah, dann ganz ehrlich, Album hätte ich rausgeschmissen, weil so Alben sind so langweilig, Songs, die sich einfach immer gleich anhören, die in die gleiche Richtung gehen, gar keinen Bock darauf. Finde ich gut, diese Wechsel, Abwechslung muss einfach sein, Abwechslung, schön ruhiger Beat, muss einfach sein. Yo, es sieht, oh, Digga, sie reden von Knarren und stecken Kilo, oh, oh. Warum bist du Mann, warum bist du Mafia? Aber nur dann bist du mit deinen Babys da. Adigel, 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 Adigel. Oha! Adigel, Adigel, Adigel. Hört sich gut an. Das hört sich echt gut an. Das passt richtig gut. Das passt voll gut zum Beat gerade, Mann. Ich hoffe, hier hört man nochmal ein bisschen mehr Türkisch oder wenn es nicht Türkisch ist, auf Deutsch ein bisschen mehr diese Gesangrichtung. Weil diese Gesangrichtung passt gut zum Beat. Passt besser, als wenn er jetzt durchrappen würde. Geil. Natürlich jeder hier oberflächlich, ne? Ich habe keine Zeit, sagt mir die Ode Mapike. Okay. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Hat mir gut gefallen, die Stelle vorher. Es ist die Hook, geht in eine ganz ruhige Richtung. Ist man von Cero El Mero gar nicht gewohnt. Man kennt ja diese aggressive Richtung von ihm, aber auch diese eher Tanzrichtung, nenne ich es jetzt mal. So Partyrichtung wie zum Beispiel. Ja, Partyrichtung nicht jetzt ganz, aber mehr so eine bewegliche Richtung, wie zum Beispiel hier Nokia oder Dein Fahrer ging auch mehr ein bisschen in diese Richtung. Aber sowas ist neu. Du bist Gangster, du bist Baba, Bruder, ist okay. Do, do, do. Angeblich sind sie da, doch ich hab keinen von ihnen gesehen. Ich hab keine Zeit, sag mir die oder Mappi geht. Du bist Gangster, du bist Baba, Bruder, ist okay.
Ich finde, seine, dass die Stimme so tief ist, so, ist mega angenehm und kann man sich gut geben, so, wenn man irgendwie, der Song, ich sag mal so, ist angenehm. Man kann sich das abends zum Beispiel gut geben. So, gefällt mir gut, ich schwöre, das ist so, seine Stimme, dieses Tiefe, harmoniert gut mit dem Beat zusammen. Nicht wie als Vergleich, wenn wir jetzt Babyface Flow, den Song nehmen. Der Beat ging in eine hohe Richtung von den Instrumenten her und seine Stimme ging auch komplett hoch, so weißt du. Das hat auch da gepasst und hier ist es ganz, ist genau das Gegenteil hier. Gut, dass wir auf Babyface Flow reagiert haben und dann auf den Song, weil das kann man gut vergleichen, die Unterschiede. Gerade Dash voll im Best-Expert, Stimmen rein, wenn nicht mit einer Gutschnalle festmachen. 99 gute Dinge, eine Sache falsch, alle Taten mehr vergessen und die eine schlechte bleibt. Aber scheiß drauf, die Lines verballern deine Kreislauf. Sorge dafür, dass du in die Lauf reinschaust, während du für deine Freundin einkaufst. Kacke Sonne wie ein Treibhaus, Bruder, ich bin nice, am Mike, du weißt die. Boah, okay. Okay, Cavello ist dabei, aber warum schreibt man das nicht da drauf? Man kennt es ja hier so, man kennt es in Klammern, Feed, Cavello, El Mero oder so, hätte ich wenigstens so hier drauf geschrieben, so. Aber ist jetzt auch nicht so krass schlimm. Kam gut rein, Cavello, kam echt gut rein, hat mir gefallen. Nur das Ding ist, was ich bei Features nicht so feier sind, wenn die sich so gleich anhören. Und Cavello El Mero und Cero El Mero haben beide jetzt diese tiefe Stimmlage gerade in dem Song und das hört sich dann ein bisschen zu gleich an. Ich mag das mehr, wenn Features sich komplett unterschiedlich anhören, unterschiedlich vom Flow anhören, unterschiedlich von der Aussprache anhören. Ich mag das viel mehr. Und dann der Beat auch unterschiedlich ist bei den. Sowas finde ich viel geiler. Weißen Nikes machen Weiber heiß und du bist live dabei. Bei dir läuft mit der Uhr vom Boss und auch Männer hinter dir, weil die Kugel von vorn kommt. Reden mir von Gucci Sweater und so. Ich hab neue Munition für die Barretta geholt. Wanna will du jeder Schuss sein Treffer und so. Hau dich weg und mach jetzt wie McGregor Million. Uff, ich finde, dieses HD Gel ist, finde ich, die beste Stelle, Mann. Aber man kann sagen, Cavello El Mero hat auch einen schönen Part geliefert. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was von ihm kommt, aber war schön, war auch schnell, war auch sauber ausgesprochen. Schön gemacht, wirklich. Und was ich auch geil finde. Scheiße, ich wollte gerade irgendwas sagen. Ich habe so vergessen, Leute. Heute, ne? Ich bin komplett down. Schnupfen ist auf jeden Fall da. Gar keine Kraft, ne? Aber ich dachte mir, uff, steh auf und nimm eine Reaktion auf. Das ist so schwer, weil ich höre ja die Songs nicht und ich will jetzt vorproduzieren, Leute, weil ich will mir sein Album geben und will jetzt die Reaktion für euch vorproduzieren. Gefällt mir gut, diese Stelle gefällt mir gut. Und noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man so mal, du hörst ja Cero El Mero gerade, wie er rappt, und im Hintergrund dieses. Dieses, das ist er selber im Hintergrund. Das habe ich auch in der UFO-Reaktion gesagt. Das hat UFO auch in mehreren Songs gemacht, dass wenn er rappt, nochmal, das gibt nochmal Gänsehaut. Das ist nochmal geil. Ich mag das im Hintergrund, wenn man den Künstler nochmal hört. Das ist schön, das ist echt schön. Ich finde das geiler als so Adlibs oder so, Mann. Wobei das ja auch eine Form davon ist, aber ihr wisst, was ich meine mit Adlibs, ne? Zum Beispiel so, wenn er jetzt sagen würde, Hadi Gell, weißt du, als Adlib, finde ich nicht gut, als wie wenn er dieses, finde ich richtig geil. Gibt so Gänsehaut, Mann. Deine Zeit sagt mir die Rode Mappige. Du bist Gangster, du bist Baba, Bruder, ist okay. Angeblich sind sie da, doch ich hab keinen von ihnen gesehen. Ich hab keine Zeit, sagt mir die Rode Mappige. Also der Song hat auf jeden Fall, ist ein schöner Song geworden, ist auf jeden Fall ein ganz anderer Song, wenn man das mal vergleicht mit Telefon, Telefon, Telefon. Drittes Mal bringe ich den schon, Alter. Telefon und ohne Sinn ging ja in so eine aggressive, schnelle Richtung, dies, das. Und so Sachen wie Nokia, dein Fahrer, ging mehr in so eine bewegliche Richtung, ein bisschen mehr in so eine Party-Richtung. Und dann kommt so, ist okay, geht mehr in so eine ruhige Richtung, wisst ihr? So sollte ein Album sein. Tracks, ruhige Tracks sollten drin sein, schnelle Tracks, aggressive Tracks sollten drin sein, Party-Tracks sollten drin sein, auch so. Gechillte Tracks sollten drin sein. So, finde ich, sollte man ein Album gestalten. Du bist Gangster, du bist Baba, Bruder, ist okay. Ich mag voll den Beat.
Das erinnert mich an irgendwas, an irgendeine Melodie, aber ich komme einfach nicht drauf. Egal. Leute, ich hoffe, euch hat diese Reaktion gefallen. Was war das gerade, Alter? Ich bin am Rappen. Diese Flows einfach zu. Halt einfach deine Maul. Leute, ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen. Wenn ihr sagt, es mir dann einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, um in Zukunft keine Reactions mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke, dann bist du benachrichtigt. Checkt Instagram ab, MMK unten Strich 1212. Extra hier so langsam werden, damit jeder den Namen versteht. Steht in der Infobox. Haut rein, macht's gut und ciao.